zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Martin und in diesem Video geht es nicht um Cocktails, es geht auch nicht ums Shaken, es geht um das Gegenteil und zwar Non-Shaky Footage, auf Deutsch wackelfreie Bilder. In diesem Video zeige ich euch ein paar Tricks, wie ihr auch ohne teures Equipment zu wackelfreiem Content kommen könnt. Gleich nach dem Intro. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe das Objektiv gewechselt und so kann ich euch mein Lieblingsobjektiv zeigen. Das ist die meiste Zeit an meiner Kamera festgeschraubt, das Canon 10 bis 18 mm Weitwinkelobjektiv. Warum mache ich dieses Objektiv so gerne? Es hat mehrere Vorteile. Einmal, das Weitwinkel verzerrt an den Kanten nur sehr, sehr gering. Es hat einen eingebauten Bildstabilisator und der Autofokus ist sehr, sehr leise. Also man hört ihn kaum, wenn er nachjustiert. Ja, warum ist ein Weitwinkelobjektiv jetzt besser geeignet, um wackelfreie Bilder zu produzieren? Ganz klar, ich muss näher an das Objekt ran. Mit zunehmender Entfernung potenziert sich natürlich die Bewegung der Kamera und damit auch der Linse. Ja, bin ich nah dran, ist die Bewegung nur sehr, sehr gering. Je weiter ich mich entferne, desto größer wird das Wackeln. Ja, mit dem Weitwinkel muss ich immer relativ nah ran und somit habe ich auch eine kleinere Chance, mein Bild zu verwackeln. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, der Bildstabilisator des Objektivs. Der sollte nach Möglichkeit angeschalten sein, wenn die Kamera nicht auf einem Stativ steht. Weil mit dem eingebauten Bildstabilisator sorgt ein kleiner Motor dafür, dass das Bild von vornherein schon weniger wackelt. Wenn es als Stilmittel passt, könnt ihr auch euer Video verlangsamen. Ich filme mit der Canon 80D. Und habe hier 50 Frames per Second zur Verfügung. Das heißt, alle meine Videos, die ich aufnehme, haben 50 Frames und ein normales Fernsehbild arbeitet mit 24 Frames per Second. Das heißt, ich kann meinen Content um 50% langsamer machen und ich habe immer noch ein ruckelfreies Bild. Und diese Verlangsamung führt natürlich dazu, dass Verwacklungen, die vorher so aussahen, am Schluss nur noch so aussehen. Macht das Ganze natürlich sehr smooth. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, sind technische Dinge, die man im Vorfeld beachten kann. Aber wie muss ich jetzt meine Kamera wirklich in die Hand nehmen, um ein möglichst wackelfreies Bild zu erzeugen? Einmal wird die Kamera am Kameragriff gehalten. Mit einer Hand kann man aber schlecht die Kamera so führen, um wirklich wackelfrei zu filmen. Besser ist es, die zweite Hand unter das Objektiv und die Kamera wird dann so gehalten. Was man vermeiden sollte, ist, seine Arme durchzustrecken. Das ist nicht so gut, weil hier habe ich kaum eine Möglichkeit, eine Bewegung wirklich auszugleichen. Besser ist es, die Ellenbogen wirklich ranzuziehen, nah zum Körper. Und so habe ich also eine bessere Dämpfung, um eben bestimmte Körperbewegungen dann auszugleichen und die Kamera wackelfrei zu führen. Der nächste Tipp, um wackelfreien Content zu produzieren, ist es, den Gurt der Kamera zu verwenden. Ich habe den mal hier befestigt, das mache ich auch relativ oft so. Ich lege den Gurt um den Hals
und drücke jetzt hier gegen die Kamera, um hier so ein Gegengewicht zu erzeugen. Und auf die Art kann ich also wunderbar Schwenks produzieren. Ich kann nach unten oder nach oben filmen, ohne die Kamera zu sehr zu verwackeln. Ein weiterer guter Tipp, den ich für euch habe, benutzt ein Stativ. Ja, werdet ihr sagen, ein wackelfreies Bild mit einem Stativ zu erzeugen, das ist ja auch keine Kunst. Ich meine, die Kamera steht statisch, ich habe keine Bewegung, also auch keine Wackler, aber weit gefehlt. Ich bewege mich gern mit dem Stativ und zwar klappe ich die Beine des Stativs ein, setze die Kamera oben drauf und ich habe hier ein sehr, sehr günstiges Hammer-Stativ. Eins meiner Lieblingsstative, ich glaube, ich mache extra mal ein Review über dieses Stativ hier. Und das hat hier einen Griff, nicht umsonst. Ich kann das Stativ hier greifen, mit der zweiten Hand packe ich hier und stabilisiere das Ganze. Und jetzt kann ich wirklich tolle Kamerafahrten machen, nach vorne und nach hinten. Ich kann Schwenks machen und so sehr, sehr wackelfrei arbeiten. Ein weiterer Benefit ist, ich kann das Stativ auf den Kopf drehen und die Kamera so sehr, sehr nah über den Boden ziehen und so wirklich tolle Aufnahmen erzeugen. Das Bild muss natürlich später digital gedreht werden, was in jedem Videobearbeitungsprogramm möglich ist. Bevor wir zu meinem letzten Tipp kommen, fassen wir nochmal zusammen, was wir alles tun können, um wackelfreien Content zu produzieren. Wenn wir die Möglichkeit haben, schalten wir den Bildstabilisator des Objektivs ein. Wir packen die Kamera mit zwei Händen anstatt mit einer Hand, benutzen den Kameragurt, um sie zusätzlich zu stabilisieren oder wenn wir es zur Verfügung haben, benutzen wir ein Stativ. Wir filmen in hohen FPS-Bereichen, in meinem Fall mit 50 Frames per Second, um später in der Nachbearbeitung das Video etwas langsamer zu machen und so die Wackler zu reduzieren. Und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, um wackelfrei zu filmen, zur Superwaffe. Der Zihun Crane ist ein 3-Achsen-Bildstabilisator und benutzt kleine Elektromotoren dazu, das Bild wackelfrei zu halten, indem er die Bewegungen des Körpers ausgleicht. Nicht unbedingt günstig das Teil, aber die Anschaffung lohnt sich, das sage ich euch. Ich gehe kaum noch ohne das Ding aus dem Haus. Und wer das Filmen so wie ich beruflich betreibt, der kommt eigentlich nicht drum herum um die Anschaffung eines Bildstabilisators. Da gibt es natürlich noch andere Modelle. Den hier kann ich sehr empfehlen.
hoffe, ich konnte euch ein paar Tricks zeigen, die ihr vielleicht vorher noch nicht wusstet und die ihr jetzt ausprobieren könnt, um wackelfreie Bilder zu erzeugen. Wenn ihr eure eigenen Strategien entwickelt habt für non-shaky Footage, dann rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf, Neues dazu zu lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe die Ehre!